Willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast. Heute einmal nicht von der Bühnenbaustelle am Offenbachplatz, sondern von unseren neuen Werkstätten in Köln-Kalk, die ihr hier hinter uns seht. Wir haben vor einigen Wochen den Schlüssel dazu bekommen von unserem Vermieter, der dieses Gebäude nach unseren Spezifikationen ganz neu gebaut hat. Und ich bin jetzt gleich verabredet mit Oliver Haas, dem Werkstättenleiter, der uns erklären wird, was hier gerade schon passiert und uns die Räume zeigt. Ja, Olli, jetzt seid ihr schon ein paar Wochen in den neuen Werkstätten zwischen Inbetriebnahme und Umzug. Wie ist denn gerade der Stand? Arbeitet ihr hier alle schon wieder ganz normal? Ja, also wir haben alle unsere Arbeitsplätze bezogen. Alle Mitarbeiter sind hier. Wir sind wieder an den Produktionen dran. Ein paar Restarbeiten sind natürlich noch zu tun, dass der ein oder andere Mitarbeiter da noch sozusagen zur Rande geht. Aber vom Prinzip her produzieren wir jetzt wieder. Wir stehen jetzt hier am Eingang von den Werkstätten. Und das hier ist jetzt die Anlieferung. Das heißt, hier kommt das ganze Material an. Ja, wir haben hier zwei Rolltore, wo parallel zwei LKWs anliefern können. Auf der einen Seite geht es ebenerdig hier rein, was natürlich sehr viel hilft bei Staplerfahrten, dass man da nicht extra noch mal händisch was anheben muss. Auf der anderen Seite gibt es eine Hubplattform, die in die Höhe fahren kann, so hoch wie sozusagen der LKW hinten auslädt, damit man da nicht mehr große Hebevorgänge machen muss. Innen drin, die Schleuse fungiert auch als Klimafunktion. Das heißt also, dass im hinteren Bereich, da wo die Werkstätten dann sind, gleichbleibend roundabout 21 Grad herrschen. Und oben auf dem Dach vom Nebengebäude wird bereits mit einer Photovoltaikanlage der erste Strom erzeugt, den wir dann hier auch nutzen können. Erste Station in den neuen Werkstätten ist die Schreinerei. Olli, was genau passiert hier in dem Raum? Hier beginnt die Arbeit meistens bei einem Bühnenbild durch die Schreiner. Das heißt, die Holzwerkstoffe werden hier zugeschnitten auf den verschiedenen Sägen. Sie werden gehobelt, beigearbeitet. Das sind die Arbeitsvorbereitungen, um dann nachher die einzelnen Dekorationsteile im Bankraum zusammenzufügen. Neben den normalen Sägen, die wir bisher hatten, werden wir nach dem Sommer dann auch eine CNC-Fräse hier bekommen, um sozusagen den nächsten Schritt in die digitalisierte Arbeitswelt anzugehen und selber auch zu machen. Wie groß sind die Stücke, die dann hier entstehen? Wir haben Holzlatten bis 9 Meter und wir haben Holzplatten. Stoffe sind so 5 mal 2 Meter, auch 2 Zentimeter dick. Das heißt, die wiegen dann schon über 100 Kilo. Hier haben wir die Möglichkeit, mit einer Krananlage die anzuheben, damit wir sozusagen rückenschonend in Zukunft hier auch arbeiten können. So, jetzt sind wir im Bankraum angekommen, von dem du ja eben schon gesprochen hast. Hier ist es etwas stiller. Kannst du einmal kurz erklären, was hier jetzt genau für Abläufe passieren, welche Tätigkeiten hier ausgeführt werden? Ja, das ist ein bisschen stiller, weil die Sägen ja schon ihren Job gemacht haben nebendran. Darauf haben wir auch Wert gelegt, dass man die akustische Belastung sozusagen hier auch gering hält, weil man den längeren Teil des Tages eigentlich mit diesen Aufgaben hier verbringt und nicht mit dem Zuschnitt. Und hier werden die einzelnen Teile nun zusammen verschraubt, verleimt, immer in den Größenordnungen, dass wir sie nachher auch noch in den LKW bringen, um dann auf die verschiedenen Bühnen transportieren zu können. Olli, was für Anforderungen, für theaterspezifische Anforderungen gibt es denn an so eine Kulisse? Bei uns ist es so, im Gegensatz zu, sage ich mal, dem normalen Hochbau oder auch dem Filmkulissenbau, wir müssen Sachen bauen, die ein Bühnentechniker dann im täglichen Wechsel im Repertoirebetrieb auch auf- und abbauen kann. Das heißt also, es wird darauf Wert gelegt, dass sie leicht sind. Das heißt, wir arbeiten meist mit einer Lattenvergatterung, wo darauf dann ein dünnes Sperrholz ist, damit solche Wände, die ja zum Teil 2x8 Meter hoch sind, trotzdem noch mit zwei Leuten bewegt werden können. Ja, wir laufen ja hier gerade auf dem Pfad eines Stück Bühnenbildes und waren jetzt in der Anlieferzone in den beiden Räumen der Schreinerei und sind jetzt hier in eine Schlosserei angekommen. Was passiert denn jetzt hier mit unserem Stück Bühnenbild? Hier entstehen vor allem die Grundkonstruktionen der einzelnen Bühnenbildelemente. Aus Stahlprofilen und Aluminiumprofilen werden hier Konstruktionen verschweißt.
Es sind meistens auch oft schwer belastete Bauteile, wo auch der ganze Chor drüber gehen muss. Das heißt, es muss vorher auch statisch berechnet werden. Die Kollegen verfügen ja alle über abgenommene Schweißscheine, damit das sozusagen auch statisch sicher ist, was wir hier tun. Dadurch, dass natürlich auch die Grundgewichte hier deutlich höher sind, wie in manch anderen Bereichen, haben wir ja auch eine Krananlage mit 4 Punkten, wo jeder Punkt 1,5 Tonnen heben kann, um sozusagen die Mitarbeiter zu entlasten, die schweren Teile nicht mehr extra auf die Säge zu heben. Das heißt, hier entsteht quasi das Gerüst. So ist es, genau. Wir haben ja gerade schon mal gesehen, dass eine Grundkonstruktion, die hier hochgehoben wurde, das ist ein Ofen aus einer Oper, wo ich nicht sagen darf, aus welchem Stück, aber man kann es ja vielleicht erraten. Die wird nachher noch in den anderen Gewerken verkleidet und natürlich auch angemalt.